So, hallo ihr Lieben. Da will ich euch mal die nächste Joule-Tiefe-Taschenlampen-Version mal vorstellen. Das ist im Prinzip von der Schaltung her genau das gleiche. Das mache ich aber gleich nochmal wie bei der Joule-Tiefe-Taschenlampe 2.0. Das ist halt hier ein anderes Gehäuse, ein anderes Chassis, wie der Fachmann auch sagt. Ist hier richtig schön aus Metall, auch genau wie bei der anderen. Halt wie gesagt eine andere Optik. Hier habt ihr diesen Clip, könnt ihr euch dann an der Buchse ranstecken. Hier ist der Ein- Ausschalter. Und halt hier das entsprechende Poti zum Einstellen der Helligkeit. Wir haben es jetzt tagsüber, wie gesagt. Also ihr wisst ja auch, diese Joule-Tiefe-Taschenlampen in der Form, die sind ja jetzt nicht irgendwie gedacht, um nachts Flugzeuge irgendwie abzuschießen oder sowas, sondern das ist einfach für den ganz stinknormalen Hausgebrauch, wenn ihr mal in den Keller müsst, wenn ihr mal Holz holen müsst oder Müll abends rausbringt, gerade jetzt im Winter in der dunklen Jahreszeit. Ja, für solche Sachen halt eben. Also wenn ich jetzt ganz bewusst in 100 Metern, und da grüße ich mal jemanden ganz lieb an der Stelle, wenn ich in 100 Metern etwas suche, da ist natürlich diese Taschenlampe das verkehrte Hilfsmittel, dann sollte ich wirklich schon auf einen kleinen LED-Flutscheinwerfer zurückgreifen. Ja, aber wie gesagt, das hier ist für ganz normalen Hausgebrauch, ganz lässig, ganz sinnig. Hält auch, wie ich das im letzten Video schon gesagt habe, ziemlich, ziemlich, ziemlich lang. Verbaut ist hier eine 10 mm LED. Und ja, schauen wir doch einfach mal kurz rein. Ich zeige auch mal nachher noch ein bisschen was zu den Einzelteilen, zum Schaltplan etc. Tralala. So. Ja, das ist jetzt der erste Prototyp. Vielleicht mache ich das in Zukunft nochmal ein bisschen anders. Also, ja klar, hier ist das 10 Kilo-Ohm Poti. Ja, hier unschwer zu erkennen, die LED. Hier ist ein Transistor BC547C. Ich weiß gar nicht, ob ich den genommen habe. Gucke ich gleich nochmal rein. Das ist ein ganz einfacher NPN-Transistor. Ja, das Batteriefach hier, original mit drei Mignon-Batterien, war es ja ursprünglich vorgesehen. Ich brauche jetzt hier nur noch eine. Die zwei anderen Sachen kann ich halt entsprechend für meine Schaltung benutzen. Und eingebaut war vorher hier so eine Glühbirne. Ja, könnt ihr natürlich vergessen, sowas. Hier ist ein kleiner geiler Trabo, den zeige ich euch gleich nochmal kurz. Ja, wie gesagt, ein 680 Ohm Widerstand. Viertel Watt hat der. Und das war's. So, kann man dann hier wieder verschließen. So, jetzt zeige ich mal ganz kurz noch ein bisschen was zu den Einzelteilen. Also hier, Jungs, solche Widerstände entweder bei eBay meinetwegen oder halt, ich bestelle halt immer bei Pullin. Größtenteils, sage ich mal ganz bewusst, alles gibt es da ja nun auch nicht. Widerstand 680 Ohm, genau ein Viertel Watt. Das sind hier diese Dinger, die laufen sehr, sehr gut da dran. Ihr könnt auch weniger nehmen, aber ich habe halt eben festgestellt, bei 680 Ohm, wenn ihr das als Vorwiderstand nehmt, dann könnt ihr das Poti aufdrehen, wie ihr wollt. Ihr überlastet das ganze System nicht. Also das heißt, bei dem Joule-Tief, wer das ja schon kennt, wenn man da zu viel eingestellt hat, dann frisst auf einmal die Schaltung richtig viel Strom. Die LED bricht ab, also sprich, da kommt keine Leuchtkraft mehr raus. Und ja, wie gesagt, das geht dann in die Hose. Und um das zu vermeiden, nehme ich jetzt in dem Fall hier einfach den 680 Ohm Widerstand. Geht mit Sicherheit auch 500 Ohm. Das muss man dann mal ausprobieren. Oder 480 Ohm würde auch noch gehen vielleicht. Ja, das zum Widerstand. Und jetzt kommen wir zum Trafos. Und zwar habe ich bei Pullin ebenfalls mir hier so ein Ja, ich habe das ja in anderen Videos schon mal gezeigt. Es gibt ja hier diese Ringkern-Sets. Gibt es ja für günstig Geld. Es gibt einmal das und dann gibt es noch ein anderes. Ich habe jetzt den Namen nicht im Kopf. Und das müsst ihr euch mal bestellen. Das ist auch so ein Set. Das sind, glaube ich, 20 oder 25 Stück drin. Bunt gemischt. Und da habt ihr dann hier so auch so andere Trafos. Also ich sag mal hier Trafos, Spulen noch mit dabei. Und da waren ganz viele von diesen kleinen dabei. So, und da bin ich ein bisschen stutzig geworden, weil hier das Coole ist, der Eisenkern, der Frittkern, der ist außen und auch innen. Das heißt, die Spule ist im Prinzip fast vollständig umschlossen von Ferrit und das ist eigentlich ziemlich gut. Das habe ich zumindest so mal mitgekriegt im Laufe meiner Experimentierjahre, dass das eigentlich so immer mit die idealste Form eigentlich wäre. Und dann dachte ich mir, geile Sache, ist auch ziemlich klein, seht ihr ja hier. Probierst du das einfach mal aus. Und das lief wirklich richtig gut. Also die
Schultiefs, die ich damit baue, die sind extrem sparsam. Schade allerdings, dass ich für für Action for Free, für die Schultief Challenge damals die noch nicht hatte. Aber ich denke mal, ich müsste von der Sparsamkeit her genauso gut liegen mit meiner gebauten Schultief-Version. Aber wie gesagt, die sind ziemlich genial, die Dinger. Und wen es mal interessiert, wenn man jetzt einfach mal den Widerstand mal misst, das ist nicht viel. Ich habe jetzt hier auf 200 Ohm eingestellt, Messbereich. Jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen, weil das hier alles sehr eng ist und ihr könnt natürlich nichts sehen. So, was haben wir denn hier? 1,5, 1,2 Ohm. Sowas im Dreh. Und die andere Spule hat im Prinzip genau die gleiche Induktivität, die gleiche Widerstandsgeschichte. Ist also die gleiche Menge Draht drauf, Übersetzungsverhältnis 1 zu 1. Jo. Wie gesagt, läuft richtig, richtig gut. Ja, zum Podium muss ich ja jetzt nicht viel dazu sagen. 10 Kilo Ohm, ganz klar an der Stelle. Und genau, LED-mäßig eingebaut ist hier. Schöne Grüße nochmal an Basteljung. So eine 10 mm LED. Passt fast perfekt hier, wenn man sich das mal anguckt. Man sieht im Prinzip kaum noch Rand, nur ein ganz klein wenig, wenn man so genau hinschaut. Ist also ziemlich genial. Ja, und vom Schallplan her können wir ja mal gerade Güst machen. Da ist das jetzt im Prinzip so: Ich mache diesen Ferritkern, den male ich, den tue ich jetzt mal so ein bisschen andeuten, den ich euch gerade gezeigt habe. Ich mache es einfach mal. Das ist so ganz einfach hier. Zack. Und da habt ihr ja hier die eine Spule und da die andere Spule. Genau, wie nenne ich denn das? Ne, wir fangen mal anders an, das ist irgendwie blöd so. Kann ich das schlecht auseinanderhalten? Wir machen das mal ganz klassisch, ihr wisst das ja. Zack, 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 zack. So, das ist jetzt die Spule, ich zog mir auch noch die Hand. So, und dann gehen wir hier einfach, also das wisst ihr ja mit dem Schultief. Das eine Ende der Spule verbindet ihr mit dem Anfang der anderen. Das wird dann euer Pluspol. So. Mit dem einen freien Ende geht ihr dann. Ach genau, jetzt weiß ich nicht, was ich vergessen habe zu zeigen. Den Transistor. Ich wusste doch, ich war zu schnell. Also es geht natürlich, das wisst ihr mit Sicherheit auch so schon, muss ich glaube ich nicht dazu sagen, es gehen eine ganze Reihe an Transistoren. Das muss jetzt nicht zwangsläufig hier diese sein. Könnt ihr das erkennen? CT oder CIBC 5488A. Es geht aber auch der BC547C. Und es geht auch ziemlich gut, das muss ich mal gerade rausholen. Es geht auch hier der große. Der ist natürlich sicherlich viel zu mächtig, das ist klar. Hier, das ist der BD243C. Der geht wunderbar genauso. Ist aber halt, glaube ich, für die Geschichte etwas zu groß dimensioniert. Kann man aber machen. So, genau, zurück zum Thema. Ja. Jetzt habe ich den Namen von dem kleinen Transistor wieder vergessen, aber wie gesagt, wir machen einfach mal den BD. Ich male das jetzt mal. Wie male ich denn das mal hin? Ganz einfach. Machen wir mal so. So. Wie gesagt, der geht auf jeden Fall. Das hier ist unser Emitter. Das ist Kollektor. Das ist die Base. So, Kollektor. Das hier geht dann zuallererst an euren Widerstand. In meinem Fall waren das ja 680 Ohm. So, so und so. Und geht dann weiter ans Poti. Ich bin immer faul, ich mache das immer so hier. Zack, zack. So hier, genau. Und dann das letzte Beinchen, das geht dann halt eben an die Basis vom Transistor. Ja. 10 Kilo Ohm. Zack, 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 zack. So.
Und der Emitter, das wird dann euer Minuspol, 1,5 Volt. Ich habe es mal ausprobiert, geht runter bis 0,55, glaube ich, waren das. Und unterhalb von 0,55 bricht es dann halt eben zusammen. Das ist euer Spannungsbereich. So und so. Klar soweit. Und die LED, wie gesagt, die knallt ihr dann hier ganz lässig hier dazwischen. Das wäre dann so, so, so und so. Und so, so, so. Das ist, ich sage es mal, 3,2 Volt und 20 Milliampere. Und gemessen habe ich das Ganze hier mit, ich glaube, maximal waren das 13 Milliampere und minimal waren das, glaube ich, 5 oder 4 Milliampere. Wie gesagt, wenn man der ganzen Messungsgeschichte mal so Glauben schenken darf, dann war es das. Ja, wie gesagt, also ihr seht selber, es ist nicht sonderlich viel dazu in dem Fall. Der Ferritkern ist natürlich hier das Geheimnis, das ist eine ganz klare Sache, weil der ist echt genial, wirklich platt, war super klein und super effizient, gerade für so eine LED-Geschichte mit 1,5 Volt. Ich mache da mal in Zukunft noch ein paar andere Experimente mit. Mal schauen, was man damit noch alles anstellen kann. Und ja, werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Diese Taschenlampen werde ich jetzt natürlich auch noch mit umbauen, werde sie noch mal mit anbieten bei eBay oder wenn halt eben so der Bedarf besteht. Ich finde es einfach ziemlich genial, weil wie gesagt, das hält extrem lang, wirklich extrem lang. So, und dann kommen wir aber noch mal an ein kleines Anliegen. Erstmal schöne, schöne liebe Grüße an Aufbruch an die neue Welt oder Aufbruch in die neue Welt. Und zwar am 1. November, das ist Samstag. Ja, das sieht man natürlich jetzt wieder hier super bei mir auf dem Laptop, spiegelt alles wunderbar. Am 1. November, das ist Samstag, findet eine Bellini-Fragerunde noch frei. noch frei, genau, ich lese und spreche gleichzeitig. Findet eine Bellini-Fragerunde statt. Das ist ein Hangout bei Google Plus. Und ich kann leider an dem Tag nicht da sein, weil ich am Freitag diese Woche nach Nürnberg fahre auf die Consumenta-Messe. Wer von euch da durch Zufall mal rumlaufen sollte, der kann sich ja mal mit mir kurz schließen oder sowas. Vielleicht sieht man sich da ja mal. Ansonsten, wie gesagt, ich wäre sonst mit gerne dabei. Es geht halt eben leider nicht. Aber wenn ihr da natürlich Interesse habt, es sind glaube ich noch ein paar Plätze frei. Ich weiß gar nicht, ob 5 noch aktuell sind. Ich glaube 3 oder sowas. Schreibt ihn einfach an. Abonniert ihn oder schreibt hier unter das Video drunter, dass ihr da Lust habt, daran teilzunehmen. Ich mache das Video nochmal als Link bei mir mit unten rein unter das Video. Und dann könnt ihr da gleich draufklicken. Also wie gesagt, am 1. am Samstag ist das. Ich muss mal hier gerade selber gucken, was steht denn da alles noch hier. Teilen, Infos, hinzufügen, mehr. Oh, ich mache dazu zu wenig. Ja, ihr seht ja schon, wer alles mit dabei ist. Action for Free, schöne Grüße auch. Ich muss mal gerade selber hier lesen. So, ich lese hier einfach mal, ich gucke hier einfach mal. Okay. Also wie gesagt, wer da von euch noch Lust habt, dazu abonniert ihn einfach. Oder eben klickt nachher auf meinen Videolink, den ich euch mit reinstelle. Und dann könnt ihr da noch mit dran teilnehmen. Ja, dann würde ich sagen, ich muss mal gerade gucken bei Fatzeburg. Bei Fatzeburg könnt ihr ihn auch adden. Ja, ich mache jetzt einfach mal Werbung für dein Facebook-Profil. Ich hoffe, das ist okay. Stefans Neue Welt. Da könnt ihr ihn dann auch erreichen und dann fragt ihn einfach, schreibt ihn einfach an und dann sollte das gut sein. Ja, wie gesagt, ich wäre gern dabei, aber Nürnberg ist in dem Fall schon länger geplant gewesen. Insofern habt da das Nachsehen. Ist sowieso bei mir immer so eine Sache, mich zeitlich zu erwischen. Das haben vielleicht die einen oder anderen schon gemerkt. Das ist bei mir immer ziemlich spontan. Ja, ihr seht halt hier noch so ein paar Teile für meinen Bedienis. Nochmal hier zur Taschenlampe. Jetzt ist es ja etwas dunkler schon geworden draußen. Kann halt hier die Leuchtkraft noch runter reduzieren. Gut, klar, hier sieht man jetzt gar nichts mehr so. Ja, doch ein bisschen. Und das ist jetzt volle Leistung.
Schönes Ding. Da würde ich ganz einfach sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut, bis dahin dann.